Kylian Mbappé wird nicht zu Real Madrid wechseln. Die Madrilenen haben dem Franzosen wohl abgesagt. Genau das berichten jetzt diverse Spedien in Spanien. Die Gründe seien vielfältig. Unter anderem sei der Spieler im Unterhalt einfach zu teuer, er verlangt viel zu viel Gehalt. Des Weiteren würde er das komplette Gehaltsgefüge in der Mannschaft sprengen. Die Spieler rund um Mbappé wären dann damit sehr, sehr unzufrieden und man fürchtet auch eine negative Reaktion der Fans. Denn Mbappé hat ja den Madrilenen schon zweimal abgesagt. Das ist natürlich ein echter Hammer. Das könnte jetzt hier wirklich darauf hinauslaufen, dass Kylian Mbappé, der im nächsten Jahr auch schon 25 Jahre alt wird, nicht zu seinem Traumclub Real Madrid wechselt, weil er einfach zu viel Geld fordert. Das sagt zumindest der Radiosender Cadena Ser. Es wäre wohl so, dass Mbappé sogar, so heißt es zumindest bei diversen Medien, dass er sogar zu dem Zeitpunkt mit 25 Jahren gar nicht mehr so im Fokus von Real Madrid wäre. Denn sie sagen, gut, ein Spieler, der so viel Geld kosten würde, ein Spieler, der dann auch Leistung bringt, für aber vielleicht nur noch 5 bis 6 bis 7 Jahre, wäre einfach das Geld nicht wert. Damit wäre er mit 25 Jahren zu alt, sehe ich jetzt zwar ein bisschen anders, aber es ist natürlich noch nichts in Stein gemeißelt. Bislang soll es auf jeden Fall noch keine konkreten Deal zwischen Mbappé und den Madrilenen geben. Paris, die hoffen immer noch, dass sie irgendwie den Spieler halten können. Es wird also spannend in den nächsten Tagen und Wochen. Eure Meinung zum Thema? Gerne in die Kommentare. Und falls ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Abo da.